Grüezi, danke fürs Interesse. Mein Name ist Toni Broch, ich bin der Kellermeister von der Weinhandlung Schuler. Und als Kellermeister da fühlt man sich auch als Trauweihenverwalter. Und ich möchte euch gerne heute zwei Trauweihen vorstellen. Das eine, zu meiner Rechten, ist der Don Pascual Selección aus dem Edelgebiet Priorat. Es sind übrigens vier verschiedene Traubensorten in dieser Assemblage. Es ist der Syrah, es ist der Garnacha, der Carignan und der Cabernet. Und die zusammen geben eine gewaltige Einheit. Er wirkt in der Farbe recht dunkel, jung, violett. In der Nase ist er würzig und komplex. Im Gaumen erinnert er so ein bisschen an Krise, Zwetschgen und hat ein rechtes Potenzial. Also ist unglaublich kräftig. Dann der zweite Wein ist unser Fellini Amanero. Der Amanero kommt aus Sizilien, ist aus der Traubensorte Nero d'Avola hergestellt. Und was ganz interessant ist, es ist die gleiche Vinifikation wie ein Amarone. Und ich tue euch den noch rasch beschreiben. In der Nase ist er intensiv, wirkt er so nach Dörrzwetschgen. Hat er so einen Süßkomplex. Im Gaumen findet man feine Gerbstoffe im Abgang. Er ist sehr intensiv und es macht einen riesen Spass, die Weine euch zeigen. Ich hoffe, sie werden sie auch nächstens geniessen. Danke.